So, weiter geht's mit der nächsten Folge Oxygen Not Included mit dem Öl-Update. Wir versuchen jetzt heute hier unsere Pflanzen mal hinzubekommen. Dazu müssen wir nochmal Strom verlegen. Zack. Und zwar hier direkt in die Mitte. Und Dekor, ja, Ceiling Lamp. Machen wir das hier hin. Und dann kopieren wir die Dinger hier. Machen hier das Ding hin. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Food. Wäre schön, wenn wir hier noch die Mealwoods hinkriegen können. Natürlich blöd mit dem Wasser, aber anders kriegen wir es nicht hin. So, das wächst, das wächst. Ja, wir müssen unbedingt die Lampe hier hinkriegen. Da geht's schon los mit den ganzen Stromkabeln. Was haben wir hier? Der würde mir zu viel essen, obwohl ansonsten sieht er eigentlich gar nicht so schlecht aus. Er ist einfach nur ein Jorkel, das ist egal. Mehr Kalorien. Ja, ich mach den trotzdem mal. Eins, zwei, drei, vier. So. Olle Rennen haben wir jetzt. So, jetzt sorgen wir uns noch fürs Licht. Perfekt. Das heißt, die können jetzt schön wachsen. Verbrauchen jetzt aber natürlich immer ein bisschen Wasser und die Leute von uns müssen das immer hinbringen. Bis 30 Grad. Das ist doch perfekt. Heißt, wir machen das Ding hier hin und kopieren das. Und dann haben wir hier nochmal ein paar mehr Pflänzchen. Brauchen dann hier auf jeden Fall einmal Dekor. Und ich lasse mal hier einen Platz offen. Wenn wir nachher doch mal irgendwie es schaffen sollten, in ein Eisbiom zu kommen, dass ich hier noch so eine Kühlpflanze hinbauen kann. Dass das hier dann ausreichend Temperatur hat. Weil hier sieht es gut aus, hier bei der wird es schon knapp. Da ist hier schon 23,2 Grad. Also würde mich nicht wundern, wenn die hier nicht richtig wächst. Müssen wir mal gucken. Zur Not müsste ich hier mal so einen Ventilator hinstellen. So, die sammeln das ein. Ja, Food wird ein bisschen knapp. Habe ich verstanden. Wie sieht's aus hier? Harvest. Haben wir da irgendwas? Das braucht auch noch ein bisschen. Ein bisschen kriegen wir noch raus. So, und wenn die jetzt hier mal noch schön gepflanzt werden würden. Das bitte mal einsammeln. So. Hoffen wir mal, dass das reicht, so vom Essen her. Wie gesagt, die brauchen, glaube ich, 4 Tage. Ja, und die brauchen nur 3 Tage sogar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das sollte auf jeden Fall erstmal eine Weile reichen, denn. Hoffentlich. Sweep ist schon wieder. So, bis auf da hinten sieht eigentlich alles gut aus. Wir könnten mal hier noch ein Bild hinhängen. Dann ist das auch safe. Ja, mit dem Wasser. Wie machen wir das jetzt? Das ist echt ein bisschen. Wir könnten hier einen riesengroßen See draus machen.
Das wäre eine Möglichkeit. Und dann lasse ich das warme Wasser einfach hier runter, damit es hier kühl bleibt. Was anderes fällt mir da sonst nicht ein, weil das Wasser ist einfach zu warm. Sobald ich das jetzt hier reinmachen würde, würde das sich hier wieder erhitzen und dann können wir die hier ganz vergessen. Noch läuft die hier sogar. Das ist schon mal sehr gut. So, genau. Ihr macht alles sauber. Dann müssen wir uns jetzt aber mal darum kümmern, dass wir da hinkommen. Und am besten wäre natürlich, wenn wir da hinkommen, ohne dieses Chlorin freizusetzen. Aber hier ist auch Chlorin drin. Wir müssen uns hier einfach, also quasi hier durchbuddeln, ohne dass wir das hier kaputt machen. Wie sieht's mit Dings aus? Das ist okay. Doch erstmal so. So können wir machen. Und dann buddeln wir uns erstmal da durch. So. Ah, Body Temperature. Und es geht schon los. Jetzt wird es hier, wahrscheinlich durch die Lampe. Kann es sein, dass es zu warm wird? Ah, das ist so ärgerlich, ey. Also die Pflanzen hier, die richtig zum Wachsen zu bringen, ist unglaublich schwer. Und es fehlt immer wirklich bloß, wenn es 2, 3 Grad mehr wären, so sagen wir mal nicht 23, sondern 25 Grad, dann wäre das sowas von einfacher. Naja, müssen wir durch. Würde jetzt hier einfach mal aufmachen. Das kann jetzt auch weg. Ah, ist das ärgerlich. Es ist die Lampe wahrscheinlich. Fuck. Naja, wir wollen es ja auch nicht zu einfach haben, ne? Sweepen. Sweepen. Ist okay. Dann haben wir jetzt doch ein bisschen Problem. Jetzt müssen wir doch mal gucken, ob wir irgendwo ein Eisbiom herkriegen. Oh, hier diese Palmlilies, die wachsen auch überall, ey. So. Ja, wo kriegen wir jetzt hier ein Eisbiom her? Food Shortage. I know, I know. Dann müssen wir, glaube ich, doch hier oben noch mal ein bisschen was wachsen lassen. Da reicht aber, wenn wir jetzt nicht so viel machen. Ich würde mal sagen, so. Vielleicht, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5 machen, dazwischen kurz Platz lassen. 2, 3, 4, 5. Machen wir so. Von denen haben wir ja eigentlich genug. Oh, die sind jetzt ja auch langsam voll. Ist natürlich ein bisschen blöd. Das geht da unten alles rein. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall mal ein bisschen nach oben buddeln. So. Ja, ich glaube, die sind alle voll. Shit. Das heißt, daraus wird jetzt nichts mehr. Hier ist jetzt auch ganz schön viel.
voll von dem Zeug. Wie sieht's aus mit Algen? 7,1 Tonnen. Keine Ahnung, wo die herkommen, alles klar. Ich dachte, dass wir so viel von dem haben. Kohle ist eigentlich auch ganz gut, da können wir echt mal nochmal gucken. Uns wir mal noch ein bisschen ausbauen. Das ist okay. Aber haben sie auf jeden Fall erstmal eine Weile zu tun hier. Bevor ich hier zu dem Geysir hinkomme. Fungelspor. Copy Setting. Oh, ich sehe schon, wir haben kein Essen mehr gerade. Das bedeutet, wir müssen erstmal so kochen. Apropos kochen, haben wir auch hier einen richtigen Koch mit bei? Natürlich nicht. Oh, verdammt. Das heißt, das braucht auch noch mal ewig. Aber wir müssen jetzt erstmal hier für Essen sorgen. Die brauchen auch noch eine Weile. Ach, guckt euch das an. Das ist ganz knapp 23,1 Grad und ach, das ist diese verdammte Lampe. Gibt irgendwie Licht, was keine Hitze erzeugt, außer diese Fliegen? Sind beide gleich viel mit Licht und Heat. Ach, ärgerlich. So, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Essen. Kann nicht sein, dass die krank werden dadurch. Müssen wir mal gucken. Das wäre noch schön, wenn wir die hier pflanzen können, damit wir auch wirklich Essen haben. So, Platz haben wir eigentlich nicht. Haben wir irgendwas Cooles mit bei? Das ist ein Allrounder. Laut schlafen? Nee. Na, schön pflanzen, sehr schön. Aber ich denke mal, wenn die einmal jetzt so voll durch gewachsen sind, dann müssten wir eigentlich genug Essen haben. Ich lasse mal auf 10.000 nochmal hoch. Die müssten, denke ich mal, am nächsten Tag geerntet werden können. Ja. So, wie sieht's mit dem Research aus? Was kann man da noch machen? Ich würde ja erstmal einmal durchgehen. Liquid Filter. So, das sieht doch gut aus. Dann müssen wir jetzt mal kurz hier wegen Dekor gucken. Ja, ganz schlecht. Weil die verursachen natürlich Minus Dekor. So, ich habe wahrscheinlich keinen Platz mehr, ne? Ugh. Da wollte ich die Kochstation drin lassen. So, dann bräuchten wir eigentlich noch einen Kühlschrank. Bei wie viel sind wir eigentlich? 750 Watt. Okay, ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Apropos Kühlung, wie sieht's denn hier aus? Temperatur. Wir könnten auch einen Hydrofang hinhauen. Ja, ich glaube, das mache ich dann mal danach. Vielleicht kriegen wir die dann hier so ein bisschen runtergekühlt. Ich weiß immer nicht, wie lange es denn hält. Oh, zack, perfekt. Da sind schon mal die ersten fertig. Das heißt, wir können jetzt hier wenigstens die ordentlichen Dinger machen. Mach Spaß, Starvation but only just barely. Verursacht Diarrhea, das verursacht keine Diarrhea, alles klar. So, Food Poisoning nicht vorhanden, sehr schön. Den haben wir auch.
Ich müsste dann aber wirklich auf jeden Fall mal einen Kohlegenerator hier hinhauen. Ansonsten müssen die sich hier kaputt laufen. Für den können wir den ja eigentlich schon mal. Hier machen wir auf jeden Fall noch so ein Algending hin. Dann würde ich sagen, machen wir so einen Kohlegenerator mit hin. Lassen da noch so ein Ding daneben stehen. Und drücken dann die Power hier durch. So. Ich lasse die mal kurz zu Ende bauen, bevor ich die nächste Forschung starte. Weil die haben ja hier doch jetzt gerade noch ein bisschen zu tun. Dann bräuchte ich als nächstes, machen wir mal hier noch einen Raum hin. So, hier müssen wir uns auf jeden Fall noch durchbuddeln und hier kommt eine Leiter hin. Ups, das wollte ich nicht. Ist die Frage, kann ich da überhaupt eine Pumpe hinstellen oder brennt die mir durch? Plumping. Pumpe. Overheat 75. Und ich bräuchte mal noch das bessere Eisen. Vielleicht komme ich dann auf mehr. Neutronium. Ah, shit, hier gibt's kein Eisen, ne? Vielleicht hilft auch Phosphorit. Ne, ist für Agrarkultur. Da müssen wir nochmal gucken. Oder dieses Goldamalgam, wenn ich das auch hätte, das würde mir auch helfen. Das ist okay. Da ist jetzt auch die Body Temperature zu hoch. GG. Sind wir auch bei 24 Grad schon. Das heißt, mit denen wird es hier auch nichts mehr. So, Kochstation haben wir fertig. Alles Essbare bitte reinstecken. Und das Ding kann dann weg. So, und Strom sind wir jetzt bei 630 Watt. Das bedeutet, wenn wir jetzt doch das schaffen, die Kohlegenerator, der produziert 600, also ist minimal Eigenaufwand nötig. Und auch nur, wenn wir nebenbei noch forschen. So, zumindest kann es jetzt schon mal nicht mehr verderben, das Essen. Das ist schon mal sehr gut. Die sind auch am Wachsen. Wie sieht es mit Dünger aus? Da haben wir 765 Gramm, Kilogramm. Das reicht auch auf jeden Fall. Lassen wir das jetzt hier erstmal fertig werden. Ich weiß noch nicht, wo ich hier so die Klos und die Duschen und so alles hinmache. Da muss ich auch mal gucken. Weil ich brauche auf jeden Fall jetzt nochmal einen neuen Schlafraum. Den würde ich hier hinmachen. Und dann mal so ein Esszimmer. Hier eine Essenshalle. Dann haben wir das wenigstens abgeklärt. Dann haben wir Nahrung, Schlafplatz, Essen. Und dann bleibt er eigentlich nur hier oben. Wegen Duschen. Was anderes bleibt ja nicht übrig. So, wegen Wasser muss ich aber echt mal dann langsam mir einen Plan machen. Die könnt ihr hier runter tropfen lassen, denn. So, hier soll bitte nur. Consumable Ore, Kohle rein. 100%. Perfekt. Ist hier wenigstens noch ein bisschen Platz. Wir haben ja schon 10 Tonnen Kohle. Holy shit. Das kommt auf 9.
dann machen wir hier ruhig noch so ein Algending hin. Müssen nur noch die Verbindung hier anschließen, dann passt das. Und das können wir auch schon zumachen. So, wie sieht es hier mit Desinfektion aus? Alles gut. Muss man ja auch immer ab und zu mal gucken. Essen haben wir 10.000, das ist auch okay. Und sobald die hier einmal fertig werden, plus die, müsste eigentlich erstmal ausreichen. Allerdings bräuchte ich hier noch so ein bisschen Storage. Da sind wir momentan auch ganz schön wenig. Das wenigstens. So, nice. Düt. So. Lassen wir mal raus und das kopieren wir hier und machen das hier hin und dann ist die Kohle nur noch hier hinten drin. Ist am kürzesten. Ja, nur noch Kohle, perfekt. So, dann lassen wir sich erstmal zu Ende buddeln. Bauen hier wieder unser Dings hin. So. Machen wir auch wieder Deko hin. Zack, zack. Und zwei Pflanzen. Dann sollte das eigentlich reichen. Kohle. Düt. Wie sieht es eigentlich aus hier? 654, alles gut. Research können wir hier mal noch ausstellen. Und wen haben wir hier? Nudelarme. Ne. Das ist alles nicht so der Brüller. Das läuft doch und jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Aber wir lassen die jetzt hier erstmal schnell fertig bauen und dann müssen wir auf jeden Fall die Forschung fertig machen mit dieser Temperaturregulierung. Kohlegas, Thermoswitch. Nee. Sind fast Baracken. Stress ist okay. Wie sieht es mit den Dings aus? Ist okay. Nahrung sind wir bei 18.000. Jetzt quasi alles einmal durchgegangen. Jetzt sollten wir eigentlich safe sein, was das angeht. Algen sind wir bei 6,5 Tonnen. Das ist auch okay. Sagt eigentlich der Report, nicht, dass wir hier doch schon einen Overkill an hier Sauerstoff haben, aber es sieht ganz gut aus. Ich bräuchte wie gesagt mehr, wo es abfließen kann. Das wäre eigentlich noch mal ganz gut. Also das Kohlendioxid oder ich baue mal hier so ein Kohlendioxid-Absaugeding hin. Das würde eigentlich auch helfen. Okay, Wasser nimmt aber doch jetzt langsam ab. Wir müssen die jetzt hier auf jeden Fall erstmal fertig machen lassen und dann.
Also können wir jetzt gerade erstmal nichts machen. Sind wir schon bei 21.000? Gut, also Essen ist safe. Ah, da. Du bitte hier hingehen. Und waschen, genau. Was hat's denn jetzt hier fallen lassen? Verseuchtes Wasser. Der nimmt es nur in der Hand und schon ist er verseucht. Auch schön. Bitte waschen, danke. Ich denke mal, was ich mal machen werde. Oh, der war komplett verseucht. Desinfizieren. Ich glaube, ich sollte hier mal noch ein Waschbecken hinsetzen. Plumping? 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 Nee. Bei Medizin. Waschbecken. Dass die sich hier auch nochmal die Hände waschen, wenn sie hier durchjagen. Na, hier ist auch ein bisschen noch verschmutzt, aber ist okay. So, dann machen wir hier wieder so ein Seed hin. Hier haben wir noch mehr davon. Das ist auch gleich fertig. Die brauchen jetzt hier auch nicht mehr rennen. Das ist sehr schön. So, und eigentlich haben wir Essen erstmal genug. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Ganze hier raus. Dann ist das fertig. Dann lasse ich es ja einmal nochmal kurz aufräumen und mache dann hier die Forschung mit dem Hydrofan und versuche dann mal krampfhaft die Dinger hier runter zu kühlen. Und gucke mal, ob es sich überhaupt lohnt oder nicht. Mal gucken. Aber ist echt krass. So 1 Grad, nicht mal 0,5 Grad weniger und wäre alles schick. Alles wäre schön. Ihr sollt die Kohle nicht nur da abliefern, ihr sollt die hier auch mal auffüllen, ihr Trottel. Ich mach das mal wieder auf 5. Ansonsten rennen die hier wegen jedem bisschen Kohle eh mal rum. So, mal wieder einen Tag geschafft. Sehr schön. Ich mach's einfach nur mal hier provisorisch. Vielleicht bauen wir nachher nochmal irgendwie was anderes dadurch. Müssen wir mal gucken. Aber soweit passt das erstmal. Jetzt muss ich, wie gesagt, das Hauptpriorität hat jetzt wirklich erstmal das Wasser hier. Dass wir das jetzt hier irgendwie wegkriegen. Wir brauchen irgendwie mehr Raw Material. Hier dieses Goldamalgam. Das wäre eigentlich gar nicht so bad. Ich glaube nämlich, das hat nämlich die Eigenschaft, dass die Sachen mehr Resistenz haben, oder? Very soft. Ich weiß gar nicht. Muss mal gucken. Haben wir hier irgendwo anders, wo wir leichter rankommen? Hier ist ein bisschen. Nee, leider nicht. Schade. Schade, schade. So, wie sieht's aus hier? Kommt ihr klar oder? Die Baracken müssten jetzt hier auch fertig sein. Jawohl. Die haben wir jetzt auch. Sehr schön. Machen wir mal Priorität hoch und dann aufräumen. Geben wir mal den Sweep-Befehl. So, dass hier alles wieder schön ordentlich sauber aussieht. Und hier auch. Das ist mir erstmal egal hier oben.
Dann haben wir das schon mal soweit erstmal fertig. Die buddeln sich dann noch durch. Dann können wir auf jeden Fall schon mal den Research starten. Machen wir hier das ran. Oh, dann machen wir jetzt hier wieder einen Cut rein. Ich sage dann erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen gefallen. Wir sind jetzt schon immer größer und weiter im Aufbau. Und wir brauchen unbedingt das Wasser hier. Und gleichzeitig wäre schön, ja, mal so ein Eisbiom wäre toll, damit ich hier so eine Pflanzen hinmachen kann. Damit wir auch mal hier diese Bristol Blossoms hinkriegen. Dass sie da immer Wasser hinbringen müssen, ist zwar jetzt nicht so suboptimal, aber immer noch besser, als wenn ich hier ganzen Pumpen bauen müsste. Strom haben wir eigentlich genug, das ist easy. Essen haben wir genug, das ist easy. Also so weit sind wir fein. Dann machen wir hier noch unser Essbereich hin. Dann sind wir da auch eigentlich glücklich. Algen sind wir immer noch bei 7 Tonnen, das ist alles schick. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal. Ich würde mich über Likes freuen oder Kommentare und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt Oxygen Not Included, das Öl-Update. Und ich hoffe, wir sehen in den Update auch mal Öl. Aber wir müssen uns ja erstmal auch aufbauen. Von daher, tschüss, bis zum nächsten Mal, bye bye.